So. Marco hat sich besorgt. Lil. Lal. Lol. Wir holen uns den zweiten Platz. Jetzt. Jetzt gleich. Also, warte. Jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Wenn das hier jetzt PB wird, schneide ich den Run davor aber auch noch dran. Der ist super. Dann so 1.059. Call es nicht, Anon. Lurke nur noch ein bisschen und verschwinde irgendwann. Dann wünsche ich dir schon mal eine gute... Viel Spaß dabei, Ruha, und eine gute Nacht danach. Dann auch mal, also nachts praktisch. Einatmen, ausatmen. So, Dschungel easy. Tempelruine. Wer hat sie gebaut? Kann sie weg? Ja. Mein Energy habe ich getrunken, aber beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Worek, hallöchen. Und die Kajak-Inputs habe ich natürlich auch nicht in den Vordergrund geholt. Egal. Ist eine halbe Sekunde, was wir verlieren dadurch. Prof, ich habe gerade viel zu lange überlegt, was ein Abonkel ist. Forest rennt, yay! Hier und hier. Ich möchte halt vor allem dieses PB und den zweiten Platz, weil das für mich so ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so ein Kapitel abschließt. Weil das ja mein ursprüngliches Ziel praktisch war. Und dann beginnt der Grind für Platz 1. Das ist dann das nächste Kapitel. Und es wird interessant. Thank you.
Also soweit ich weiß, versucht er sich jetzt wieder Platz 2 zurück zu Tomb Raider 2 zurückzuholen. Wenn man Pistolen draußen hat, dreht sich Lara in manchen Situationen schneller. In den meisten, in denen ihr das seht, ist es aber Gewohnheit. Also das macht da einfach keinen Unterschied. Ich glaube, wir haben den Affen in den Tod gerissen. Ah ne, haben wir nicht. Sah so aus. Denn McDonald's hat die Affen geknallt. Alles klar für den Tag. McDonald's ist ein... Nicht weiter singen, sonst ist es Schleichwerbung irgendwie. Keine Ahnung. Tioni, yay. Das freut mich. Er hatte gerade nur leichten Ohrwurm. Ach du Mist, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Wir hatten es halt erst neulich wieder. Ja, McDonald's hat die Affen geknallt. Das ist der originale Text, wie man einem Video von mir entnehmen kann. Und mir wird ja wohl niemand vorwerfen, ich hätte da was gefaked. Um ehrlich zu sein, habe ich das ja nicht mal. Ich kann nur das Video natürlich jetzt nicht verlinken. Manchmal stecke ich anscheinend auch die Pistolen während Kämpfen wieder ein. Was war das denn jetzt gerade? Was war das? Ey, es passieren die dämlichsten Fehler manchmal. Auch Gewohnheit, ja genau. Ich stecke im Kampf immer die Waffen weg. Um dem Gegner ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Aber dann ziehe ich sie nochmal raus. Damit hat keiner gerechnet. Die Shiva-Statuen werden gesteuert von 13-jährigen Kiddies, die jetzt zu Hause richtig rumragen. So muss man sich das vorstellen, dann macht dieser Kampf einfach viel mehr Spaß. Breakbad, hallöchen. Denn McDonald's hat die Waffen gemalt. Ich dachte, dass das Symbol für alle zur Verfügung steht. Symbol? Heilige Scheiße. Tieni hat recht, zumindest streame ich schon so lange. Eine Stunde davon war Risen, dass wir aber heute wegen technischer Schwierigkeiten früher aufgehört haben. Wird die Shiva mich jetzt töten?
Wir werden es erleben. Ob wir es überleben? Ich denke nicht. Oh well. Also ganz ehrlich, die ersten 10 Minuten habe ich schon auf VR-Niveau. Es fehlen ja nur noch 50. War gute Ganges. War gute Deutsch. Da horcht Roha wieder auf. Ob am Brunnen vor dem Tore. Sterbi. Des Wodkas reine Seele. Danke. Ja, zu stark. Zu Hause ist, wo du gekommen bist. Ich hab ja wohl willkommen bist gesungen. Würde Roha jetzt schreiben, wenn sie hier wäre.
Auch nach Nevada sind wir noch bei plus 4-1. Was echt gut ist. Also die richtig schwachen Level starten jetzt. Forrest wird ja immer schneller. Yes. Less RNG. Bei manchen Leveln will der ihn einfach niemals splitten. Ist tatsächlich ein Bug des Spiels, der uns da in die Quere kommt mit der Variable, die wir benutzen. Ich habe überlegt, den Splitter so umzuändern, dass er einfach die Nummer des Levels ausliest. Die stimmt immer. Wenn sie nicht stimmt, dann herzlichen Glückwunsch, dann hat man ein Level komplett geskippt. Problem ist, dass sich die Zeiten dann alle leicht verschieben würden. Tahu, ich glaube, das wäre dann eine weiße Zahl. Werde ich einfach immer größer und komme dann bei euch raus. Insta-Spot. Now. Dankeschön. Okay, das war nicht Instant-Spot. Wachmanns... Hallo? Gefangener 2? Ich stell mir so vor, Marco kriechen mit so einem Teil crazy Ausdruck. Nun. Hier ist Marco. Gefangener 2 war gerade auf dem Pott. Nein, der Buddy, so weit bin ich noch nicht.
konnte heute wegen technischer Schwierigkeiten auch nur eine Stunde spielen. Jo. Was es konnte, wollte ihr. Warum bekomme ich Albträume von meinem Freund Jenny? Nein. Ja, keine Ahnung. Risen ist komisch. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Zwei, drei, vier, dann. Da. Nein. Anon, ich glaube nicht, dass das irgendwoher kommt. Ich habe nur irgendwann mal zu irgendwas, das absurd in Tomb Raider war, gesagt, das ist seltsam. Sehr, sehr seltsam. Und irgendwie fand ich, das klingt sehr bescheuert, das sage ich ab jetzt öfter. Ist schlecht. Was soll das? Warum will ich wieder das Artefakt da reinstecken? Das verdammte Artefakt. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Nein, du bist nicht schuld. Das ist das zweite Mal, dass mir das an der Stelle passiert. Es besteht halt wirklich Grund zur Sorge, dass ich es mir aneigne. So, vor dem HSC hatten wir plus 5. Jetzt haben wir plus 27. Wir haben dort also 22 Minuten Zeit verloren. Sekunden sogar. Immer wieder schön, dass die Spiele aus der Kindheit noch gespielt werden. Oh, du hast positive Erinnerungen an dieses Spiel. Dann mach dich darauf gefasst, sie zerstört zu sehen. Hallo Invictus, herzlich willkommen und Dankeschön. Aber ja, ich hätte wahrscheinlich, als ich das als kleiner Junge gespielt habe, auch nicht gedacht, dass ich in 20 Jahren etwa, tatsächlich 20 Jahre, hier sitze und das immer noch spiele. Ein Invi. So, das erste kleine Medipack. Ja nun. Well.
Gut, ich denke mal, wer bis Aldridge gespielt hat, hat weniger gute Erinnerungen. War gerade voll perplex, weil der Wachmann uns nicht gesehen hat. Aber das Spiel hat ja tatsächlich programmiert so eine Art sehr rudimentäres Stealth-System. Also wenn du gehend dich einem Gegner näherst und nicht im Sichtfeld bist, hört er dich nicht so weit, wie wenn du sprintest oder springst. Nicht, dass man das irgendwo bräuchte. Hallo Schokoboy. Ja, Taus gewusst, ich glaube auch so war es eher. Hey. 2,5. Plus 2,5. Kommer vor allem. Wir machen einfach eine WG mit allen Zuschauern. Kommer. Was passiert spieltechnisch eigentlich, wenn sie so komisch durch den Boden läuft? Die Gravitation, die eigentlich aus sein sollte, drückt sie in den Boden. Ungefähr, dass sie so tief ist wie eine Stufe und dann versucht sie eine Stufe zu steigen. Dieses komische Geräusch, dieser Schrittsound und das, was sie da mit den Beinen macht, das ist im Prinzip eine Stufe steigen. 30 Mal pro Sekunde. Ja, das passiert. Und irgendwann wird ihre Fallgeschwindigkeit so groß, dass sie mehr als eine Stufe in den Boden gedrückt wird. Und das ist dann dieses komische Tauchen. Ihre Gravitation wird natürlich nicht größer, sondern ihre Fallgeschwindigkeit.
Stimmt, die Splits jetzt wieder, ja, die waren eben völlig zerstört. Weil ich verpasst habe, dass er Level nicht gesplittet hat. Und deshalb musste ich gerade zweimal zurücksetzen und splitten. Oh nein. So. Die Sequenz war dieses Mal sehr seltsam, aber es hat ja geklappt. Okay. Also die Sprungsequenz meine ich jetzt, nicht die KX-Sequenz, die war genau wie geplant. So, jetzt hoffen, dass wir nicht die ganz schlechte Strömung bekommen, die uns nach sehr weit nach links treibt. So. Yay, freut mich, Gummi. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Ich liebe es, es ist einfach so ein Trollen. Es ist halt eigentlich nicht möglich, vom Kajak auf Land auszusteigen. Ich weiß nicht, warum ich den erschossen habe. Brainlag. Das, was wir da machen, dieses Aussteigen, das würde auch in eine Wand hineinklappen. Weil das Spiel berechnet, ob ich aussteigen darf. Denkt sich, er darf aussteigen und ignoriert halt, dass das Kajak sich noch bewegt. Das ist halt der Grund, warum das so präzise ist und warum auf die Idee vorher noch niemand gekommen ist. Man kann eigentlich nicht an Land aussteigen vom Kajak aus. Eigentlich. Ich bin so froh, dass dieses scheiß Krokodil nie wieder einen Run töten sollte. Ja, Melly, das ist... Durch diesen Bug kam ich drauf. Das ist derselbe Glitch. Was machst du? Sind wir hier in einem Cartoon, Lara? Bringt halt nichts, dieses Mainpack wegzulassen, das ist ja kostenlos. Und hey, dann haben wir was für das Krokodil hier. Ich finde das so witzig, dass der Tomb Raider Speedrun im Prinzip ist,
Wenn es ein Krokodil gibt, brauchst du ein Medipack. Ich fürchte, ich muss gleich kurz nachgucken, ob ich den Nevada Safe gemacht habe. Den Nevada Safe gemacht. Fuck. Okay, kleiner Zeitverlust. Ja. Glaub zumindest, dass es aus diesem Run. Wird man ja dann beim Verifizieren sehen. Nun. Warum nicht Sideflip? Warum nicht immer Sideflip? Sideflip ist an der Stelle viel besser. Wie schnell das einfach ging. Hier ist gerade ein winziger Timesaver entstanden. Winzig? Eine halbe Sekunde? Eine Sekunde vielleicht sogar? Jenny, was sind das denn für Probleme? Ja, ich habe das aktuelle PB noch nicht eingesendet, weil ich sende den zweiten Platz ein, wenn ich ihn bekomme. Und der liegt noch ein paar Sekunden vor mir. So, erspare ich Leuten Arbeit, die aus irgendeinem Grund jeden Run komplett durchschauen wollen. Es ist, um ehrlich zu sein, wirklich eher Freundlichkeit, als sich nicht abgeben zu wollen. Okay. Krokodil, lass mir doch mein eines Medipack. Lass es mir einfach. Nö. Dann nett. Das riskiere ich nicht. Kein Bock, das zu riskieren. Das Medipack war kostenlos, also her damit. Wetten jetzt sehe ich, wir hätten es nicht gebraucht. Ja, jetzt fehlt uns das bestimmt in der X. Theoretisch müsste die Luft bis zum Ende reichen. Jetzt auf jeden Fall.
Prof. Bambule Festival. Vielleicht ganz gut, dass niemand, der diesen Run verifizieren könnte, den Chat lesen kann. Dieses fette Gold. Ah. Durch Sophia, ich bin das erste Mal, seit ich wieder Runs mache, auf dem Artefakt gelandet. Und auch sonst hat alles bestens funktioniert. Das ist bisher einfach noch nicht passiert. Ja, direkt auf dem Artefakt gelandet. Lara konnte auch direkt sammeln. Ist jetzt aber auch wieder alles normal. Ach, Mann. Also dann jetzt mal den fetten AX-Tech-Gold-Split vom letzten Mal besiegen. Gut, im Grunde genommen ist das hier schon gelaufen, aber es war trotzdem ein sehr schöner Run.
Durch einen kleinen Fehler tatsächlich. Also Fehler tun immer mehr weh, je besser der Run an sich wird. Nice Energy. Oh ja, Melli. Ich habe erst kürzlich erfahren, dass das geht und war recht verwundert. Seitdem habe ich da immer ein bisschen Angst vor, auf der Schräge dann plötzlich stehen zu bleiben. Und dann kann man ja nur noch in seinen Tod springen. Das ist ja die einzige Befreiungsmöglichkeit. Mal prüfen, ob man das Flair canceln kann. Also, wenn man da steckt, wenn man da feststeckt. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gecheckt. Das war mir jetzt zu riskant. Hallo, geh lieber. Wow, okay, guter Name. Den habe ich erst gerafft, als ich ihn vorgelesen habe. Bitte Lara nicht rausfallen, wenn sie jetzt rausfällt. Okay. Nein. Nein, doch. Oh. Ich dachte aus irgendeinem Grund, mir fehlt voll viel Deagle-Munition. Wir haben eine Schinkenstadt gegründet, oh nein.
Chink City. Chinkburg. Gelobt sei der Reserveschuss. Davon ließ er sich überzeugen. Die Fackel ist viel zu früh, aber das sollte trotzdem noch gehen. Ja, Melly, ich habe das bis zum Erbrechen geübt. Tut mir leid, ich konnte jetzt während des Flickers natürlich die Waffe nicht ziehen, weil ich die Fackel zu früh gezogen hatte. Bist du gut in der Zeit? Realistisch gesehen dürfte ein PB nicht mehr möglich sein, leider. Aber es ist trotzdem ein guter Run. Also die Zeit ist schon auf hohem Niveau, nur ich glaube nicht, dass ich meine Zeit verbessern kann. Wir haben dafür zu viel verloren. Auch jetzt hier in der X-Tag. Aber vor allem, dieser Fehler in Antarktis war echt doof. Die Zeit ist schon auf hohem Niveau, nur ich bin es nicht. Im Vergleich zu mir selbst offenbar noch nicht, aber das kommt noch. Also zu mir selbst, zu mir selbst gestern. Zu Vergangenheits-Marco. So, ich glaube, ab dem Parken dauert das Level noch 2 Minuten. Wir kommen also mit 57,44 raus. Plus 50. Die Zeit verschwindet und man kriegt es gar nicht mit in diesem Level. Zweites Safe, leider benötigt. Gut, ich hatte das wohl falsch im Kopf. Plus 50 wird's nicht ganz.
Thanos war leider schon absurdes Gold in meinem PB. Soweit ich weiß. Nein, Moment, ich verwechsel PBs. Dieses Thanos hier ist schlagbar. Theoretisch. Aber nur ohne Save. Ich hasse es. Doofe Situation. Aus Timinggründen. Sonst schießt er nach dem Aufwachen zu schnell und ich bin tot. So, ohne Save hoffen, dass Schneeflocke First Try wird. Andere Möglichkeit auf PB gibt es nicht. Bitte. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Geil. Schön. Nice. Ist das der zweite? Nein, der war doch auch 1,57. Platz 2 war auch 1,57, oder? Oh, ich hab's nicht mehr im Kopf. Schön. Ja, okay. Das heißt, dritter Platz immer noch, aber richtig schön. Trotzdem, richtig schön. Und jetzt brauche ich einen 1-Sekunden-PB für den zweiten Platz. Wieso ist das so geil? Wieso ist das so geil? Ja, gut, die Zehntelsekunden zählen, aber... Warte. Wo startet Eric's Timer? Wo startet der Timer? Kannst du mal ganz kurz in den Run reinschauen und sagen, wo der Timer startet? Wenn der nämlich auch bei minus 0,6 startet, dann hab ich den zweiten Platz. Aber wenn er bei 0 startet, dann nicht. Aber er hatte vorgeschlagen bei minus 0,6, also
Gibt es die Chance, dass seiner auch da startet? Ah, null. Okay. Ja, dann habe ich den zweiten Platz nicht. Aber es wäre trotzdem witzig geworden. Oh. 59,8. Melli, das wäre jetzt mein ultimativer Also, mein Gott, ich wäre so ausgerastet, wenn ich jetzt wirklich, wenn das wirklich der zweite gewesen wäre. Wegen einer hundertstel Sekunde. Ja, der Ingame-Timer ist egal. IGT ist vor Eric, cool. Heißt, mein Run an sich war besser. Ich bin nur häufiger gestorben, hab öfter geladen. Dabei wüsste ich gar nicht, wo ich geladen hab. Kann ich denn dann einen besseren Ingame-Timer haben? Ja, wie gesagt, das hier ist weiterhin der dritte Platz, weil mein Timer bei minus 0,6 beginnt und Eric das nicht hat und das wäre unfair. Es wäre ja auch falsch. Aber trotzdem ist es ein sehr cooler dritter Platz und eine Sekunde PB haben wir jetzt den zweiten. Mit einem, wir müssen minus 1 einen Run hinbekommen, dann haben wir den zweiten Platz. Das ist schon maximales Trollen vom Spiel irgendwie. Aber der ist sehr witzig. Und hey, ist es ein PB? Minus 4,4. Das war jetzt tatsächlich... Das mit der... Nee, heute ist nicht Ende. Ich muss nur das Spiel neu starten. Also es ist jetzt noch nicht zu Ende. Ich mache noch Runs. Ich muss nur das Spiel neu starten und mache eine kurze Pause.